Mal gucken, wie sieht's aus? Kriegen wir hier irgendwo Kohle her? Hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge Planet Nomads. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass das mit der Energie doch alles ein bisschen knapp wird. Und von daher, haben wir uns dann hier nochmal eben diesen Deuterium-Generator angebaut. Oder hingebaut oder reingebaut oder wie auch immer. So, das heißt, wenn hier jetzt automatisch Deuterium hergestellt wird, dann hat er auch automatisch Energie. Gut, jedes Mal, wenn ein Stück Kohle kommt, kriegen wir einmal gereinigtes Wasser. Und wenn wir einmal gereinigtes Wasser kriegen, oder wenn wir 20 Mal gereinigtes Wasser kriegen, wird da einmal die Deuterium hergestellt. Ich hoffe, das funktioniert. Wir sehen zu, dass wir weiterkommen. Denn hier in der Basis haben wir eigentlich das jetzt gemacht, was wir machen wollten. Extreme temperature warning. Ja, ich gehe ja schon rein. So. Jetzt mal eben gucken. Da wollte ich hin. Das ist Nordosten. In die Richtung. So, wir sind auf maximale Höhe. Na, sind wir in der richtigen Richtung? Ja, wir müssten jetzt gleich im 2000 Meter Bereich ankommen, also sprich 2 Kilometer Bereich ankommen. Kilometer noch.
weiß nicht warum, aber nachdem die da hin und her gepatcht haben, scheint das wieder mehr zu laggen als vorher. So, höher kommen wir nicht mehr, also fliegen wir mal so einen kleinen Bogen hier, dass wir nicht gleich die Baumwipfel erwischen. Schon mal ein bisschen runter gehen. Gut, das alles raus. So, dann gucken wir doch direkt mal, was der hier fördert. Auf jeden Fall kein Uran. So, hier wieder 20. Hier wird kein Uran gefördert, also brauchen wir hier nicht mit Uran anfangen. So, dann brauchen wir wieder mal den Wagenheber oder wie man das Ding auch immer bezeichnen mag. Wir brauchen ein Cockpit. Da hatten wir hier das Glascockpit immer genommen. Dann brauchen wir Ecken und wir brauchen die Schrägen. So, ich meine, das müsste erstmal alles sein. Ich weiß aber, was wir vergessen haben. Wir haben nichts mitgenommen, gar nichts. Tja, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Weil das heißt, einmal zurück und Material holen. Denn das wäre ja wirklich jetzt richtig dumm, hier alles neu herzustellen. Ja, gerade in Anbetracht des Kohleproblems. Also einmal im Dunkeln zurückfliegen. So, maximale Höhe haben wir. Einmal um die Bäume rum, das hatten wir eben auch gemacht. Und dann Richtung Südwesten weiter. Das hat ja zum Glück nicht lange gedauert, das Fliegen. Und das wäre jetzt wirklich dumm, jetzt anzufangen und hier die ganzen Rohstoffe wieder zu sammeln und so weiter.
wo wir doch alles haben. Oder mehr oder weniger alles haben. Da fliegen wir lieber einmal zurück. Ich glaube, das geht schneller. Fliegen einmal zurück, holen den ganzen Kram und fliegen wieder her. Ja, und wenn wir das geschafft haben, hier das, den Flieger hier zu bauen, dann können wir weiter erforschen. Denn ich behaupte mal, ist ja alles schön und gut, hier die einzelnen Außenposten aufzubauen, aber ein bisschen Forschung betreiben sollten wir zwischenzeitlich auch. Und für alle, die an Raumfahrt und so weiter Interesse haben, ich habe mehrere neue Projekte geplant. Aktuell erstmal eins, die anderen kommen später, die auch alle Multiplayer-tauglich sind. Also falls jemand Interesse hat, mit mir irgendwas im Multiplayer zu spielen, es gibt da einige Spiele. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Das könnte man dann im Gespräch klären, was man, womit man anfängt, was man macht. Wer da Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden, dass man da eventuell gemeinsam irgendwas macht. Ja, ich sage mal, ein Riesenfortschritt. Ich habe schon mal reingeguckt, habe zum Beispiel Astronier gemacht. Die neue Technik und so weiter, die da jetzt verwendet wird, hat schon was. Ja, es sind aber auch eben andere Projekte. Wo man dann halt mal gucken kann, was man damit macht oder davon macht oder wie auch immer. Oh, was ich hier mal machen werde, ist so einen kleinen Jetzt habe ich mich Zugriff aufs Ganze. So, das. Eisen, Silizium. Silber. Silizium. Gold. Eisen, Aluminium, Titan, Aluminium, Kobalt, Aluminium haben wir, Aluminium, Eisen haben wir auch genug. Silizium, Silber. Uran. Kobalt. Aluminium, was fehlt uns hier? Titan zum Beispiel. Aluminium haben wir, Silber haben wir,
Cyanid. Gold. Kobalt. Eisen. Gold. Titan. Titan. So, und das packen wir mal alles in den Flieger. Okay, und jetzt alles, was an Material ist hier, die ganzen Platten und den ganzen Kram, was wir da so brauchen. Wie zum Beispiel Scheiben, zusammengesetzte Elektronikteile, Grundrahmen. Noch mehr Grundrahmen, Stoff, Panzerung, ja. Okay, das ist nicht viel, aber ist schon mal besser als nichts. So. Dann haben wir alles und können wieder zurückfliegen. Was haben wir gesagt? Nordosten. So, maximale Flughöhe haben wir schon wieder. Da hinten am Horizont geht langsam die Sonne auf. Wow. Ja, ist schon ein schöner Anblick. Jetzt fängt es an zu regnen. Was uns jetzt noch fehlt, ist so ein Regenbogen. Das hätte dann schon was.
Ist da tatsächlich eine Lücke zwischen den Bäumen, wo wir durchkommen? Ja. Ja, wir haben noch 500 Meter, etwas drüber. Ja, jetzt sind es 500. Dann sind wir an dem Außenposten. Gut. Dann wollen wir erstmal beigehen. Und die Sachen holen. Okay, ich würde sagen, wir haben hier reichlich Wasser. Was hier immer fehlt, ist die Kohle. Ja. 15 Stunden reicht das. Gut, dann wollen wir mal loslegen hier. Das dahin. Das da, dann kommen die kleinen Container. Die drei. Als nächstes, da brauchen wir verstärkte Rahmen. Das geht sonst nicht. Also stellen wir die erstmal her. Na komm, geh rum da. So, das auf Maximum und das auf Maximum. Dann kann er die nämlich erstmal herstellen in der Zwischenzeit. Wer weiß, wo wir sie brauchen können. So, verstärkte Rahmen, 4 Stück. Die machen wir erstmal, aber das machen wir erstmal aus. Wasser soll er jetzt erstmal nicht herstellen, sondern soll sich darum kümmern, dass wir hier das kriegen. Okay, mal gucken, wie sieht's aus? Kriegen wir hier irgendwo Kohle her? Ja?
Ich glaube, wir hatten ja das letzte Mal schon so ein bisschen das Problem, ne? Aha, da sind diese komischen Viecher. Okay. Dann können wir mal probieren, ob wir hier so ein bisschen sorry dafür. Nichts gefunden. Aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis gleich. Tschüss.